Ja, vom Reto Vögeli gibt es noch die Wetterprognose und von mir ein herzliches Danke. Nach 15 Jahren ist das nämlich meine letzte Sendung auf Tele Zürich. Ich hoffe, Sie bleiben dem Sender treu. Adieu miteinander. Ja, Moment, Moment, Moment. Liebe Maria, es ist ein ganz bewegender Moment. 15 Jahre Tele Zürich, 15 Jahre Newsmoderation. Unser ganzes Team steht draußen. Danke dir ganz, ganz herzlich. Und einfach für alles ein grosses Dankeschön. Ja. Und alles, alles Gute. Geht das da mit dem Kuss? Danke. Danke vielmals. Dankeschön. Maria Rodriguez, 15 Jahre bei uns, aber schon vorher eine grosse Karriere gemacht. Ja. Oktober 2004. Angespannt wartet die neue Moderatorin Maria Rodriguez aufs News-Signet. Hallo zusammen, hier ist Maria. Wir sind heute hier im Kaufleuten, wo eine mega Modeschau stattfinden wird. Dabei können Sie es schon etwas lockerer nehmen. Sie hat nämlich schon viel Kameraerfahrung. So gehört sie in den 1990er Jahren zu der Crew von Sputnik TV. Das Partymagazin ist frech, fröhlich und schräg. Es passt perfekt zu der Maria. Dani, wie sehe ich aus? Nach verschiedenen Stationen, unter anderem da als Redaktionsleiterin bei Radio Energy, landet sie auf der Newsredaktion von Tele Zürich. Da arbeitet sie zuerst als Videojournalistin. Von der Veloblitzzentrale an der Hartstrasse für Tele Zürich, Maria Rodriguez. Die Reporterkarriere geht nicht lang. Bald schon steht Maria Rodriguez hinter dem Nachrichtenpult. Ist die Sendung mal nicht live und muss nur aufgezeichnet werden, kann es chaotisch zu und her gehen. Und doch hat sich ein intimes Griff von Wurstfans am Scheiterhaufen. Ein leicht zweideutiger Satz, dumme Sprüche aus der Regie und schon ist es passiert. Also, natürlich habe ich es geschrieben. Es ist manchmal wirklich schwierig, den Kopf bei der Sache zu haben. Das hat Maria immer wieder festgestellt. Zum Beispiel, wenn sie für eine Tele-Zürich-Sommerserie auf der Baustelle muss arbeiten. Mein persönliches Ziel ist, dass ich nichts kaputt mache und dass ich niemanden verletze. Nicht viel besser läuft es am Oktoberfest. Im festen Dirndl serviert sie Bier. Statt die geforderten 10 Mass lupft sie aber nur 3 aufs Mal. Ich habe wirklich nicht mehr. Es tut mir leid. Ich habe andere Qualität. Ich weiß noch nicht welche, aber... Zum Glück für alle Tele-Zürich-Zuschauer fühlt sie sich im News-Studio wohler als im Bierzelt. Jetzt, nach 15 Jahren, kehrt sie am Fernsehen den Rücken zu. Die Floskel zum Schluss stimmt sicher. Sie verlässt uns mit einem brüllenden, aber garantiert auch mit einem lachenden Auge. Warte, ich habe schon ein nasses Tüchli. Warte. Oh nein, es tut mir so leid. Hey, nein. Hey, Maria, nein. Wir haben nur noch einen grossen Wunsch. Sag ja. Noch mal mit Inbrunst Rafael Nadal. Rafael Nadal. Muchas gracias. Alles Gute, Kevin, Maria. Danke vielmals und dem ganzen Team auch. Das war wahnsinnig lustig. Ich werde die Zeit nie vergessen. Wirklich, wirklich nie. Nie. Wir dich auch nicht. Danke vielmals. Danke. Nein, die Blumen auch.